das hat es wirklich das letzte Mal vor 3 Jahren in einem Zeltfest gegeben. Was macht man nicht alles für seine lieben Fans? Wisst ihr, der heutige Auftritt, der wird mir wirklich in Erinnerung bleiben, denn die Zeltfest-Ära, die ist so lange her. Und es war eigentlich so eine lustige Zeit und man ist irgendwie ja doch so extrem nahe an seinen lieben Fans dabei, dass es einem ja manchmal unter Anführungszeichen fast wehtut, wenn man im großen Stadion steht oder in den großen Hallen und die meisten strahlenden Gesichter ja gar nicht mehr sieht, so wie heute. Das war für uns heute wirklich ein prägendes und einschneidendes Erlebnis und wir möchten uns da wirklich von Herzen dafür bedanken, dass man da noch einmal so ein bisschen anfangs Luft geschnuppert hat, so wie es 2009/10 begonnen hat. Das war sehr, sehr familiär heute. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei der Firma Müller bedanken, die diesen Auftritt ja auch mit möglich gemacht haben. Als Buttermilchmann muss ich wirklich sagen, heute hat mir ausnahmsweise mal auf der Bühne, weil ich mir den Fingernagel ausgerissen habe. Ausnahmsweise ein Glas an Bier geschmeckt. Aber ich glaube, ihr habt heute alle Buttermilch gekriegt, oder? So, ihr Lieben. Eine halbe Stunde dürfen wir spielen, hat es geheißen. Ich glaube, jetzt stehen wir schon sehr, sehr lange auf der Bühne. Und jetzt wollen wir euch nicht noch länger nerven. Dankeschön für diese Momente. Dankeschön für diese gute Stunde gemeinsam mit euch da heroben. Das war wieder zurück zum Ursprung, so wie es begonnen hat und genauso wie es 2009 begonnen hat. So, ich glaube, so lassen wir es heute enden mit dem Lied So hier habe ich dich. Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein, für diesen Moment mit gut 1000 Besuchern in einem kleinen und schunkeligen Zelt. Schön war's und ich hoffe, es gibt ja vielleicht nächstes Jahr dann wieder irgendwo ein kleines Wiedersehen.